Hölzel. In Makoko, einem Stadtteil von Lagos, der halb auf Stelzen steht, ist nun ein Prototyp eines nachhaltig gebauten Nachbarschaftszentrums, ein sogenannter Neighborhood Hotspot, gebaut worden. Welche Ideen verkörpert dieses Zentrum? Ja, es ist in erster Linie es ist ein Gemeinschaftszentrum, also eine soziale Infrastruktur, würde ich das nennen. Und die Idee ist, dass es möglichst bald, wir sind dabei, diese Gelder zu organisieren, dass es möglichst bald auch eine technische Infrastruktur wird. Das heißt, es wird Biogas geben. Wir möchten Solarenergie produzieren auf dem Dach. Das hat ja so eine Butterfly-Shape, wo dann die Solarpaneele draufkommen in Zukunft. Wir möchten Wasser, Regenwasser sammeln. Wir möchten allerlei Dinge machen, die die Regierung jetzt im Moment eben unterlässt. Es gibt ja keine Urban Services, also keine urbane Infrastruktur in Makoko. Und dieser Hotspot soll eben ein bisschen in diese Bresche springen. Das ist klar, dass es sehr klein ist und die Lücken, die es gibt, sind sehr groß. Deswegen ist auch die Idee, dass es dann irgendwann weitere Hotspots geben wird. Aber es ist eben genau das, eine technische und soziale Infrastruktur. Insofern ist es eben auch ein Business Incubator, also so ein Gründungszentrum, würde man sagen auf Deutsch, wo man Leuten hilft, ihr Business zu gründen. Und diese Leute wären in erster Linie Frauen. Also das ist unsere Idee, dass wir vor allem die Frauen ermächtigen möchten, dass sie über diese fehlenden Infrastrukturen, also diese Urban Services, eigentlich ein Business gründen können, also eine Tätigkeit mit Einkommen daraus machen können. Also aus Problemen eine Opportunity machen. Das ist so die Idee. Ja, und Sie sprachen ja eben auch schon die Frauen an. Soweit ich das verstanden habe, haben Sie dieses Zentrum gemeinsam mit der Gemeinde in Makoko geplant, unter anderem auch Frauen einbezogen. Welche Erfahrungen bei der Umsetzung haben Sie gemacht? Ja, die Erfahrungen, die sind extrem vielfältig natürlich. In erster Linie ist es schwierig, es ist natürlich mühsam im Sinne von sehr langwierig, weil wir natürlich extrem hohe Anforderungen stellen, indem wir sagen, wir planen das jetzt gemeinsam. Das machen wir ja hier auch nicht so, weil hier gibt es verlässliche Governance-Strukturen, es gibt ein Stadtplanungsamt, es gibt vielleicht auch Nachbarschaftsorganisationen, die wiederum Leute haben, die im Namen dieser Organisationen oder gewählten demokratischen Strukturen sprechen und entsprechend organisiert sind, entsprechend erfahren sind. Und das fällt ja alles in Makoko weg. Das heißt, wir arbeiten natürlich mit den Bales, das sind diese sogenannten Community Leaders, eigentlich nicht, das sind die Führer der Stämme, also es ist sehr stark familienbasiert. Und entsprechend schwierig ist das natürlich, weil wir sagen, wir machen das jetzt zusammen, ihr müsst entscheiden, was wir machen, das sind die Optionen, die wir erstmal sehen. Und das sind extrem hohe Anforderungen. Man vergisst das immer so ein bisschen, wenn man dann so drinsteckt und denkt, warum geht jetzt das so langsam? Aber das ist einfach schwierig zu entscheiden, wo soll der Bauplatz sein, was soll das Programm sein, wer soll da beteiligt werden, weil das sind ja sehr viele Leute im Endeffekt. Man weiß es nicht so genau, die Weltbank spricht von bis zu 100.000 Menschen in dieser armen Siedlung. Wir denken, es ist eher so 50.000, weil wir haben so eine Zählmethode auch entwickelt. Wie auch immer, 50.000 ist sehr viel und dann da ein paar auszuwählen, die da die Gemeinde vertreten sollen, ist extrem anspruchsvoll. Und die Entscheidungsmechanismen dann sind auch schmerzhaft und wer entscheidet jetzt und ist das richtig so, etc. Ja, und trotz dieser schwierigen, sag ich mal, Zusammenarbeit und diesen ganzen Entscheidungsstrukturen, haben Sie aber schon den Eindruck, dass Sie da auf offene Ohren stoßen? Ist das was, mit dem sich die Leute begeistern lassen? Ja, natürlich, also sonst hätten wir es nicht gemacht. Also das, weil es ist ja so, also es ist wirklich anstrengend. Wir haben es gern gemacht, es ist sehr viel Herzblut dabei, sehr viel Begeisterung, aber es ist wirklich eine Anstrengung und das ist ja sehr knapp, das Geld immer, wir müssen das Geld immer organisieren, das heißt, es steckt sehr viel Freiwilligenarbeit da auch drin, von mir und den Leuten, die mir helfen, von meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und das heißt, wenn wir nicht das Gefühl hätten, dass wir wirklich was bewegen könnten und die Leute sagen, ja, wir wollen das, dann würden wir es nicht tun. Also das wäre ja widersinnig, oder? Also den Leuten etwas
aufzwingen über so einen Weg. Also das macht ja die Regierung schon, dass sie den Leuten Dinge aufzwingt, die sie nicht wollen. Also wenn wir das machen, wäre das natürlich falsch, oder? Also auf jeden Fall. Trotzdem ist es natürlich so, dass, und das ist ja das Problem generell in Partizipationsprozessen, das ist ja auch hier bei uns so, es gibt natürlich diese Fachperspektive, die wir primär einbringen, weil wir sind da ausgebildet, wir haben da Erfahrung und die Menschen haben diese Erfahrung nicht fachspezifisch, aber natürlich in ihrer täglichen Erfahrung, in ihrem täglichen Leben. Und da prallen manchmal Dinge aufeinander, dass man sagt, aber aus meiner Sicht würde es jetzt so und so und so Sinn machen. Und dann sagen die, nein, aber wir wollen das und das und das. Und dann muss man halt sehen, wie man da zusammenkommt, das Technische im Blickwinkel behält. Das können sehr banale Dinge sein, die aber auch entscheidend sein können. Und natürlich das Geld. Es ist ja immer das Geld, das alles restriktiert in dem Sinne. Und wir haben ja schon mit der Zusammenarbeit auch mit der Heinrich-Böll-Stiftung gesprochen. Wie sieht es denn aus mit Deutschland prinzipiell? Wird Deutschland in Makoko jetzt im Speziellen oder in Nigeria insbesondere als eine Art Vorreiter in Sachen erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit gesehen? Oder wie ist so das Standing von Deutschland in Bezug auf solche Projekte? Also die deutschen Organisationen sind ja sehr aktiv, eben die Heinrich-Böll-Stiftung, die ja im Speziellen im Bereich der erneuerbaren Energien bestimmt eine Vorreiterrolle einnimmt. Ich glaube, das kann man so sagen. Neuerdings auch in der Stadtplanung. Also ich glaube, man kann das so sagen, dass die Heinrich-Böll-Stiftung, wir haben jetzt gerade zusammen einen Report fertiggestellt, der kommt diese Tage raus, wo wir diese Governance-Prozesse uns angesehen haben, also Urban Governance-Prozesse in Bezug auf Stadtplanungsprozesse. Und da würde ich sagen, ist die Heinrich-Böll-Stiftung auch ja, eine Vorreiterin. Und dann gibt es ja noch das Goethe-Institut, das auch sehr aktiv ist mit verschiedenen, teilweise gibt es auch Abstimmungen zwischen der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Goethe-Institut. Und dann ist ja noch das Generalkonsulat, das jetzt neu eine Urbanisierungsstelle geschaffen hat. Also ich glaube, die Themen zwischen Urbanisierung, Stadtentwicklung und erneuerbaren Energien, das hängt ja alles sehr eng miteinander zusammen, weil Nigeria permanent an Stromversorgungsproblemen leidet. Das heißt, die Regierung ist schlicht und einfach nicht fähig, einfach mal 30 Tage Strom am Band zu liefern. Das geht einfach nicht, weil die Infrastrukturen kaputt sind, weil es Korruption gibt, weil wegen ganz vielen Dingen. Das heißt, die erneuerbaren Energien könnten, das ist unsere aller Hoffnung, natürlich wieder in diese Bresche springen und eigentlich gleich in das nächste Stadium, wenn man so will, gehen. Und nicht mehr eben mit fossilen Brennstoffen, sondern mit erneuerbaren Energien, die dringend benötigte Energie zur Verfügung zu stellen. Und das ist ja notwendig, um die Entwicklung zu ermöglichen. Also ohne Strom wird es halt einfach sehr, sehr schwierig. Selbst ganz kleine Businesses, ich weiß nicht, ein Friseur braucht ja Strom. Oder? Also das ist so ein bisschen banal irgendwie, aber das ist ganz entscheidend. Ich glaube, wenn Nigeria es schafft, das Stromproblem, sagen wir mal, nicht zu lösen, aber ein bisschen besser in den Griff zu bekommen, wird viel Entwicklung wie in Anführungszeichen von selber passieren. Und ich glaube, dass natürlich Deutschland mit der deklarierten Energiewende und den entsprechenden Forschungen, die da geschehen und auch Implementationen und Applikationen auf jeden Fall sehr, sehr viel beitragen können.